Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob. SpongeBob Schwammkopf, Battle for Bikini Bottom. Und wir sind wieder am Start. In der letzten Folge haben wir den Quallenkönig geplättet. Dann im, keine Ahnung, wie viel Namen auf. Aber wir haben heute noch ein bisschen was zu tun. Das Thema haben wir geschlossen hier: Jellyfish Fields. Und wir haben jetzt noch, mal gucken, 10 Pfannenbänder. Ja gut, eigentlich hatte ich gedacht, okay, warte mal, wir haben nur 400 noch was, ne? Ja, ich muss wieder ein bisschen reinkommen in die Story, in die Steuerung. Was ist denn jetzt mit dem? Geschenke öffnen ist klasse. So ist es. Oh. Da hat mir doch gerade die Unterhose zerlegt. Ja, es glänzt. Jo, wie dem auch sei. Ich hab noch mal ein paar Dinger. Manchmal ist das total befriedigend. Einfach okay, das haben wir ja schon abgeschlossen hier oben. Wir machen heute, würde ich spontan sagen, da war irgendwas, hier waren wir. Das werden wir heute tun. Ich würde mal ganz kurz schnell noch die restlichen Blümchen hier. Und dann geht's heute mit diesem Level weiter. Wir wollen zur Innenstadt von Bikini Bottom. Für die Lagune haben wir noch nicht genug Pfannenwender. Die Innenstadt von Bikini Bottom. Einst eine geschäftige Metropole, jetzt ein Krater voller Schutt. SpongeBob, die Roboter zerstören die Innenstadt von Bikini Bottom. Wir müssen evakuieren. Oh nein! In Ordnung, aber ich kenne gar keine Eva. Nicht evakuieren, sondern evakuieren. Wir müssen alle in Sicherheit bringen. Jetzt habe ich ihn auch verstanden. Können Sie nicht einfach in die Boote? Das würde nichts bringen. Au, der tat weh. Nein, evakuieren, ja, evakuieren, ja, okay. Verstehe das. Warum nicht? Weil die Roboter alle Lenkräder geklaut haben. Ja, toll. Blöde Roboter. Könnten wir nicht einfach geradeaus fahren? Nein, da sind zu viele Kurven. Diese Fieslinge, die haben aber auch an alles gedacht. Keine Angst, Mrs. Puff, ich werde die Lenkräder zurückholen. SpongeBob, wenn es um dich geht, habe ich immer Angst. Aber ich sag dir was. Wenn du das schaffst, gebe ich dir einen goldenen Pfannenwender. Oh, wie cool. Wäre es stattdessen mit einem Führerschein? Netter Versuch. Ja, wer die Serie nicht kennt, SpongeBob versucht schon lange immer mal seinen Führerschein zu machen fürs Boot. Er schafft es leider bisher noch nicht. Davon ist immer so eine Unterhose, die werde ich mir kurz noch holen. Was haben wir hier? Ach ne, keine. Ach, da kommen die her, oder was? Komm ich da hin? Oder ist das für mich dann wieder Tabuland? Okay. Na gut, das war eigentlich mal das, was ich ausprobieren wollte. Die rote Linie ist quasi im wahrsten Sinne des Wortes für uns Tabu. Okay, die können wir gar nicht töten. Wie komme ich an diese scheiß Kanone ran, ne? Frisch wie eine Frühlingsbrise. Na gut, wie dem auch sei, ich komme jetzt gerade nicht ran. Dementsprechend werden wir sowieso erstmal weitermachen, damit wir hier überhaupt irgendwas hinbekommen heute. Da ist, wäre zum Beispiel ein goldenes Lenkrad. Das werden wir uns jetzt erstmal schnell holen. 11 insgesamt in diesem Level, okay.
Ach so, wir haben nur eine Sekunde. Ach, wir haben nur eine gewisse Zeit. Okay, gut verstehe. Gut, okay, gut zu wissen. Aber ich werde mir trotzdem erstmal hier schnell noch mal ein paar Sachen holen. Nicht, dass wir da... Warte mal, was will denn der jetzt überhaupt eigentlich von mir? Kann man mit dem quatschen? Hallo, ich rede mit dir. Vielleicht doch nicht. Okay, du willst nicht. Da geht's nicht weiter. Okay, den können wir nicht triggern. Muss ich überlegen, wie komme ich denn... Ah, da ist noch ein Lenkrad, okay. Den haben wir, oh. Ich wollte gerade sagen, ich überlebte gerade überlegt, wie komme ich da jetzt hoch am besten, aber, funktioniert auch so. Okay. Roll, roll, roll den Schwab. Ach, das ist, für so ein Dings, okay. Okay, wir müssen also ein bisschen aufpassen mit diesen komischen UFOs. Frage, können wir den so triggern? Ouch! Ja, können wir. Okay. Ouch! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Kriegen wir neue Unterwuchsen. Weil hier wäre es jetzt nicht schlimm, wenn wir, wenn wir mehr oder weniger sterben würden. Ich nehme nur kurz die Blumen mit zurück. Warte mal, ich will mal kurz über das Schild lesen hier. Dieser Roboter heißt Ha-Anchu. Der beste Weg ihn zu erledigen ist von oben in einem Blasen auf ihn zu machen. Ja, gut, das haben wir ja gerade schon ein bisschen bekommen. So, okay. Da war noch irgendwas, was war. Okay. Na, dann machen wir kurz. Dicker. Na, nehmen wir mit. Katsching! Katsching, so, gucken wir mal weiter. Autsch! Oh, oh, Vorsicht. Wir sollten Todis aufpassen hier auf diese roten... Was auch immer das ist. Kaputt-UFO. Und ein weiteres Lenkrad! Mit. So, da kommen wir jetzt erstmal noch gerade nicht dran. Ist das wirklich Ketchup? Oder was ist das? Ach, scharfe Soße. Vulkansoße. Ja, ich hab's gerade, jetzt geht's gerade tatsächlich. Ich mach den mal kurz eben. Ah, cool. Jetzt kann man nämlich tatsächlich auch eine Lücke in dem Zaun drin, dass wir quasi mehr oder weniger, ohne dass wir das Ding da öffnen müssen, hin und her kommen. Gut, das Ding ist eh offen, aber... Cool. Okay. Nice, nice. So, okay. Jetzt müssen wir gucken. Ich werde jetzt mal kurz hier das Ding öffnen. Ich vermute, dass wir dann irgendwo da geradeaus weiter können. Okay. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Oh, da ein Checkpoint. Einmal durch die Stadt. Ah, wir haben volle... Ich wollte gerade sagen, wir haben volle Unterhosen, aber das klingt manchmal ein bisschen falsch. Aber gut. Was haben wir denn hier noch? Da ist wieder eine Dings drauf. Eine Kanone. Wollte ich die Kanone gerne... Oh, ernsthaft, ganz ja. Einmal durch die Stadt. Einmal durch die Stadt.
So, dann machen wir da mal noch was. Ah, da kommen wir jetzt rüber, okay. Einmal durch die Stadt. Jetzt muss ich doch hoffen, dass ich treffe. Nein, 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 ich komm hoch. Komm ich da hoch? Scheiße. Wir können also gerade nicht da irgendwie. Bereit für eine Runde Schwammball? Ja gut, wir können ja wieder uns quasi mehr oder weniger. So, sind wir jetzt auf der richtigen Seite oder sind wir auf der falschen? Wir sind immer noch auf der falschen Seite, ne? Jawohl, jetzt sind wir auf der richtigen. Und haben einen weiteren Checkpoint getriggert. Diese Tür ist von innen abgeschlossen. Wer macht denn sowas? Ja, böse, böse Roboter wahrscheinlich. Welche Tür meint denn der? Ach, die da. Okay. Geschenke öffnen ist klasse. Nehmen wir mit. Machen wir hier kurz wegen Haaranschub. Was ist das hier? Ist das was Wichtiges? Clamp Cycles. Okay, ich glaube, das wäre jetzt irgendwas zu bedeuten. Aber das ist hier scheinbar eine Schubkarre? Ja, scheinbar eine Schubkarre. Soll zumindest mal sein. So, wir sind wieder bei 1000 noch was. Wir haben jetzt 700 schon wieder gefunden. Ah, ich muss diese scheiß Kanone mal irgendwann. Tür zu. Ne, Fenster zu. Warum? Aber warum muss ich jetzt da? Da komme ich bestimmt nicht rein, ne? Hey. Okay. Aua! Scheiß scharfe Soße. Brennt die Fulle das Zeug! Nee. Nee. Es ist ein bisschen tricky, da jetzt hochzukommen. Und eine Socke für Patrick! Sollte mal wieder waschen! Klappe. Ja gut, wir haben ja... Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Man nennt mich auch Schwamminator. Autsch! Ja. Zu hübsch. Ich halt's nicht aus. Ich muss mal kurz eben... Das ist scheiß Kalone, aber da komme ich echt nicht dran, ne? Frisch wie eine Frühlingsbrise. Dann gehen wir mal eine Runde Schwammball spielen. Ich hoffe, dass wir da durchkommen ohne Probleme. Jawohl. Gary. Mau? Mau? Ja, freut mich, dass dir das auffällt. Ich habe ein bisschen trainiert. Mau. Nicht fertig? Heißt das? Mau. Das ist ein Ausgang, okay. Oh, das ist der Durchgang zum Dach, der zum Leuchtturm führt? Aha, da ist noch ein goldener Pfannenwender. Oh ja. Den könnte ich gut gebrauchen. Spätestens für die Lagune, da brauchen wir ja 10, 15. Was meinst du damit, ich soll Sandy zu Hilfe holen? Ich schaff das schon alleine. Miau, miau. Oh, was für ein großer Abstand. Okay, diesen Sprung werde ich definitiv nicht spielen. Wie soll man da denn rüberkommen? Oh, oh, noch mehr Roboter. Beim Geist des fliegenden Holländers, dieser Abstand ist unmöglich zu überqueren. Komplett unmöglich! Okay, okay. Ich hol Sandy, damit sie mir hilft. Gut. Ich öffne kurz eben die Kiste, dass wir hier die Möglichkeit haben. Das ist nämlich der Teleportkiste. So, jetzt holen wir uns kurz mal hier die Level.
Wir machen hier uns den Aufgang, den Durchgang mal aus, damit wir hier an die Unterbox kommen. Aber die. Die hätten wir, okay. Genau, da sind wir eben schon rüber. So, jetzt müssen wir uns mal. Ach, da oben ist wieder. Kapowi! Schön. Jetzt aber da hoch müssen wir irgendwie. Da ist auf jeden Fall noch ein. Gott, das klingt gerade, aber da komme ich bestimmt nicht hoch, oder? Vielleicht doch irgendwie, oder? Nächste Frage, nächste Frage. Kann ich das Boot kippen? Ist das, Nee, da kommen wir nicht ran. Okay, scheinbar. Also zumindest erstmal nicht so. Was haben wir hier? Okay, ich kann die Muschel nicht öffnen, weil wir 2100 Blüten brauchen dafür. Und da wir bei knapp 1400 sind. Und da ist ein weiterer. Und hier können wir theoretisch immer mal wieder. Na klar. Das spawnt ja sowieso immer wieder neuer. Muss ich gerade gucken, dann bin ich nur. Ich bin rolltastisch. Okay, Checkpoint. Ich glaube, da war man. Hier waren wir eben schon. Ich glaube, ich wahrscheinlich so ein bisschen falsch gelaufen. Ja, hier waren wir auf jeden Fall schon, weil hier ist noch nicht. So, jetzt muss ich gerade gucken. Kannst du nicht wieder zum Dings? Nee, kannst du nicht. Aber hier könntest du es rein theoretisch. Jetzt bin ich wieder komplett in der falschen Ecke, wo ich. Durch die Stadt. Nein! Verdammt. Ja. Super. Immer noch super, dass ich da ein bisschen falsch. Hilfe. Ich würde nämlich gerne, bis wir zu Sandy kommen. Einmal durch und dann einen kleinen Folgenbreak machen. Mit Sandy dann quasi mehr oder weniger. Da bist dann, sind wir gerade ein bisschen falsch abgesprungen. Einmal durch die Stadt. Ach, natürlich nicht. Wie komme ich? Komm ich jetzt irgendwie so raus wieder? Frage, komme ich da einfach? Komme ich so durch irgendwie? Einmal oder? Durch die Stadt. Doch, na klar, hier sind wir ja eben schon gewesen. Warum probiere ich überhaupt immer die unmöglichsten Dinge? Klasse. Ach, da ist noch ein Ding, der uns, der die ganzen Hundis macht. Schön. Ja, jetzt kommt es keine neuen mehr, weil wir ja. Okay. Kommen wir jetzt da hoch so ohne Probleme, oder? So, hier können wir irgendwas lesen. Springe diese Treppe hoch. Sandy kann über den Abgrund zum nächsten Dach gleiten, wenn sie einen Doppelsprung hat und anschließend X gedrückt hält. Ja, aber wie komme ich jetzt ans Handy? Komme ich das? Schaffe ich das erst nach diesem Level oder was? Also nach diesem Level. Wollen wir uns erstmal das Lenkrad hier? Da standen wir schon eben davor, ne? Kann das sein? Okay, Sandy, kommen wir jetzt hier. Wie komme ich jetzt ins Handy? Das ist die große Frage. Wie komme ich jetzt ans Handy? Wohnt die hier irgendwo oder was? Ja, schön, wenn ich das bist du. Oh, wie funkelnd! Aber ich müsste. Oder müsste ich hier irgendwo noch was. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Die wurde doch in so einer Tauchglocke oder was auch immer, so eine Kuppel oder was auch immer. Da komme ich doch nicht ran. Noch nicht. Wie komme ich jetzt ans Handy? Hol Sandy und geh zur Tür vom Schornstein. Check. Mau.
Ja, das heißt, Sandy müsste hier irgendwo gleich sein. Warte mal, ich guck mal, ob ich schnell wegen der Dings noch. Ach so! Ah! Ich Idiot. Ja, da oben ist nämlich eine Bushaltestelle. Das heißt, hier kann ich den Charakter wechseln, natürlich. So, wir machen einen kleinen Break. Und in der nächsten Folge machen wir uns mit Sandy weiter mal ein bisschen hier dieses Level zu erkunden. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play SpongeBob Battle for Bikini Bottom.